So, dann heißt's, auf geht's. Pizza. Juhu! Hey. Wenn man es erzählt, dann kommen die Leute natürlich schon, hey, bist du wahnsinnig oder ist das überhaupt machbar? Ich gehe schon immer gerne ein Limit, ich tue auch Grenzen gerne verschieben. Und ja, solange es sich verschieben lässt, werde ich dranbleiben. 3, 2, 1, go! Der Swiss Ultra. Ein Wettkampf der Extreme. Eine Variante davon dauert 10 Tage. Zuerst 3,8 Kilometer schwimmen. Anschließend 180 Kilometer Radfahren. Und gegen Abend hin einen Marathon laufen. Die Distanz eines Ironmans. Jeden Tag. 10 Tage lang. Täglich ein Ironman-Triathlon. Insgesamt absolvieren die Athleten 2261 Kilometer aus eigener Kraft. Das entspricht etwa der Distanz von Bern nach Moskau. Gerade mal 10 internationale Athleten wagen sich dieses Jahr an die 10-Tages-Variante. Unter ihnen Walter Eberle. Es ist seine bisher größte Herausforderung. Vor 2 Jahren habe ich das erste Mal daran teilgenommen, für den Fünffachen. Und etwa 2 Mal fehlt mir die Motivation. Dann brauche ich noch mal eine neue Herausforderung. Ich gehe jetzt gegen die 60 zu. Ich habe schon vor ein paar Jahren habe ich schon gesagt, der Peak ist jetzt wahrscheinlich erreicht. Und immer sehe ich wieder den Körper. Er läuft immer noch rund. Er kann sich immer noch steigern. Und jetzt ist das für mich das nächste Abenteuer. Wir legen jetzt noch Gewicht anlegen. Ja, das ist die Wasserlage. Stimmt im Wasser. Ohne Gewicht wäre mit dem Oberkörper zu viel drin. Also mit dem Gewicht kann ich den Oberkörper austarieren. Also da haben wir jetzt Gewicht drin und das ist jetzt Auftrieb. Dass der Oberkörper weiter raufkommt. Übergang auf den Neopren. Da haben die gemeint, ich könne gut schwimmen. Aber beim Neopren hat die Wasserlage hinten und vorne nicht mehr gestimmt. Ich war mit dem Oberkörper zu weit im Wasser, bin in Panik gekommen. Weil der Walter mit den Beinen keine Spannung hat und der Neopren lupft es ihn, oder? Und dann lupft es ihn gegen vorne. Und dann hat er das Gesicht so stark im Wasser in den Kopf. Dass er gar keine Luft mehr holen kann. 1, 2, 3. Ja, da sind wir schon ein paar Wochen dran gewesen. Ja. Bis wir wirklich top Wasserlage hatten, weil das ist das A und so. Für mich nicht mal vorstellbar, ein Ironman zu machen, wirklich nicht. Es ist eine Hochleistung, ganz klar. Für den Walter ist der Sport sein Leben. Und er braucht eine Herausforderung. Es reicht nicht, wenn ich sage, komm, wir gehen ein paar Mal schwimmen. Er braucht ein Ziel. Ein grösseres Ziel. Und das Ziel hat er sich jetzt wieder gesteckt. Schwimmen ist anspruchsvoller für mich. Dort habe ich etwa doppelt so lange wie die anderen. Weil ich die Beine nicht einsetzen kann. Dort schwimme ich abwechslungsweise auf dem Kaulen und Rückenschwimm, damit die Muskulatur wieder entspannen kann zwischendrin.
Ja, jetzt bist du aber viel schneller gewesen. Jetzt bin ich 1-0 drin geschwommen. Ja. Oh. Juhu, schnell. Ja, ich habe Rekord. Cool, cool. Weiblich. Ob sich das Training auszahlt, muss sich die nächsten 10 Tage zeigen. Tag 1. Die ersten Kilometer am Swiss Ultra. An Walters Seite heute Betreuer Mario, einer von über 20 freiwilligen Helfern. Er hat gerechnet, so rund 100 Minuten für die 3,8 Kilometer. Und wird das, wenn das, und das Tempo, wo er schwimmt, kommt mir vor, ist schön regelmäßig. Also das wird er durchheben können. Und er ist ja, sozusagen ein Profisportler. Ich gehe gerade ohne Stuhl, ich gehe gerade rüber. Fahrt ihr rüber? Ja, okay. Wow. 2 Minuten, hey, 2 Minuten Rückstand. Kalt. Das Handbike, die zweite Disziplin an diesem Tag. Während andere die 180 Kilometer aus ihren Beinen treten können, muss Walter auch hier jeden einzelnen Kilometer mit seinen Armen stemmen. Das Bike ist extra gebaut worden für mich. Also es ist eine Einzelanfertigung. Das ist auch meine Muskulatur, die noch vorhanden ist, dass ich die einsetzen kann. Und so kann ich mittlerweile 100 km, 150 km fahren. Vor 20 Jahren habe ich angefangen. Ich weiss nicht, die erste Part, die ich gemacht habe, das sind 10 Minuten gegangen. Noch nicht die Lampe lassen, weil bin ich wirklich schon bereits keine Kraft mehr hatte. Ich sagte, das ist kein Sportart für mich. Dann so nach 2-3 Wochen musste ich noch einmal testen. Das kann es nicht sein. Andere fahren auch damit. Und dort ist eigentlich das Feuer entfacht worden. An Trainingstagen begleitet ihn oft Ferdi Brändle, ein Trainingskollege und Freund. Er treibt sehr auf die Spitze. Und man lässt sich von ihm auch gerne auf die Spitze treiben. Also, wenn wir mal irgendwo sind, wo es nicht so gut geht, geht man mit dem Walter dorthin und irgendwie geht es halt doch. Und darum, wenn man selber mal ein bisschen tief hat oder wenn man selber nur vorwärts kommt, findet man sicher irgendwo wieder etwas, dass man weiterkommt mit dem Walter. Ja. Es ist Mittag. Am ersten Swiss Ultratag. Den. Erste Hälfte. Da, okay. Danke, recht. Tschüss. Insgesamt muss Walter 1800 Kilometer mit dem Bike zurücklegen. 90 davon hat er im Moment hinter sich. Schafft er in allen 3 Disziplinen, alle 10 Tage, wäre das Rekord. Er wäre der erste Handicap-Sportler der Welt mit 10 Ironman-Distanzen am Stück. Nach 180 Kilometer Bike folgt die Laufstrecke. Diese absolviert Walter im Rennrollstuhl. Dann das Polster zwischendrin. Jetzt die speziellen Händchen montieren.
ganz spezielle, um noch am Greifring anzugeben. Gut, jetzt geht es auf dem. Zu meinem letzten Training. Ja, schon ein spezielles Gerät. Ja, man hockt ziemlich kompakt in diesem Stuhl. Du hast den Kopf eigentlich immer vorne neben. Du kannst die Aussicht nicht groß geniessen. Steuern ist relativ schwierig. Es ist technisch auch anspruchsvoll. Weil du musst gleichmäßig angehen. Und immer für sich schauen. Es geht alles geradeaus. Aber er schwenkt manchmal auch etwas ab. Du musst wieder ausweichen, anderen Leuten ausweichen. Du kannst nicht groß bremsen. Du musst wirklich das Rad rein zum Bremsen. Also da oben tust du vielfach den Unterarm verbrennen, wenn du da herkommst. Oder da herkommst. Ja, schon. Es ist nicht mein Lieblingsgerät. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass ich die Laufstrecke kann. Absolvieren. Im Fahrerlager des Swiss Ultra. Es ist früher Abend. 11 Stunden sind die Athleten bereits unterwegs. In dem Fall hast du nicht zugenommen. Wenn du reinpasst. Ja, rein komme ich immer, aber raus. Dank dem Rennrollstuhl kann Walter in der letzten Tagesdisziplin gegenüber den Läufern etwas Zeit gut machen. Doch auch im Rennrollstuhl dauert der Marathon immer noch 2,5 bis 3 Stunden. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Nice job. So geil. Super. So, erster Tag geschafft. Super. Ja, also, du siehst noch so fit aus. Also, ja, der sieht noch so aus. Der sieht noch so aus. Da wird das Adrenalin. Und dann sieht schon alles besser aus. Aber jetzt hast du noch 9 Tage vor dir. Hast du es noch nicht bereut? Bitte sag nicht 9 Tage. Morgen kommt der nächste Tag. Oh, 9 Tage. Da kommen wir doch in die Schweiz. Ja. Nein, nein, selbst darf ich nicht denken. Die Nacht relativ schlecht geschlafen. Ich habe gerne nicht geschlafen. Ich habe Phantomschmerzen gehabt. Rechts dabei. Gerade beim Übergang, den ich spüre, den ich nicht mehr spüre, im unteren Bein. Das ist wirklich stechende Schmerzen. Und so, da hat es keinen Schlaf zugelassen. Aber jetzt bin ich froh, dass der Phantomschmerz jetzt abgeflogen ist, weil der Schmerz reagieren würde im Wasser. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schwimmen kann. Ich hoffe, dass die nächste Nacht wieder gut wird. 1 minute to go! 1 minute! Phantomschmerzen, dass ich etwa so vielleicht 2-3 Mal im Jahr hat. Und dass es gerade jetzt. In diesen 10 Tagen muss es sein, wo er hier dran ist. Mal schauen, wie es sich auswirkt. Phantomschmerzen. Schmerzen, die es eigentlich nicht geben dürfte.
Sie betreffen jene Körperteile, die eigentlich vom Nervensystem getrennt sind. Trotzdem werden Phantomschmerzen als völlig real wahrgenommen. Als ob das Gehirn die Nervendurchtrennung nicht mitbekommen hätte. Ich habe eine gewisse Müdigkeit gespürt. Aber jetzt mit gut. Frischen Temperaturen ist das ziemlich schnell verflogen. Schlägt er nicht, das ist immer ein gutes Zeichen. Und wieder aufs Bike für 8 bis 9 Stunden, für die täglichen 20 Runden und 180 Kilometer auf dem Rheindamm. Nein, jetzt so der Schlafmangel, guten Morgen. Ich bin schon ein bisschen schwerer gegangen. Vom Phantomschmerz. Mhm. Der hat jetzt bei 4 oder 5 jetzt aufgehört in der Nacht. Das war immer ein brutal stechender Schmerz. Aber ja, so sieht man, wenn es eigentlich extrem wenig braucht, dass aus dem, also, ja, dass eventuell sogar aus dem Rennen gehst. Wenn es dann noch 3-4 Stunden länger hergehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich jetzt am Rennen wäre. Tschüss. Gut, tschüss. Jetzt kommt die Nussschale wieder. Hey, hast du kaum mehr anlangen. Klebrig. Mit deinen Blottern. Schon? Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich auch nicht da. Ist halt überall weich jetzt. Ja, ja. Hast du noch Früchte? Eine Frucht geholt? Jeder hat sicher eine oder mehrere Krisen über 10 Tage oder 20 Tage. Und die meisten schaffen es halt, weil sie mental gut drauf sind, oder? Also Schmerzen ertragen können, oder? Es tut weh, es kommt unweigerlich Schmerzen, oder? Weil das ist natürlich auch eine Belastung, Alltag 13 bis 17 Stunden auf Weg sein, oder? Wenn es halt nur so dahin läuft, dann kommen die Schmerzen und dann spürst du jede Muskulatur. Danke, danke. Ja, es war ein spezieller Tag. Mit den Phantomschmerzen in der Nacht. Und wir wirklich den Schlaf geraubt haben. So bin ich jetzt wirklich überrascht, dass bis jetzt die schnellste Zeit rausgeschaut hat.
seit dem Unfall bin ich jetzt an der Tauschuhr immer dran. Mindestens einmal in der Woche bis dreimal. Seit 20 Jahren. Ohne Krafttraining denke ich, wäre schwierig. Dann baut der Körper ab. Und der Alltag wird natürlich schwieriger. Transfers werden schwieriger, vom Rollstuhl jetzt zum Beispiel hier drauf. Also da würde mir schon etwas fehlen. Es gibt gleich eine gewisse Qualität im Alltag. Die Beine sind schon noch involviert. Also die Beinmuskulatur, die habe ich noch bis über die Knie. Also die Oberschenkelmuskulatur, die funktioniert bei mir noch 100%. Und durch das kann ich auch stehen. Zu etwa 20 Sekunden kann ich die Spannung aufrechterhalten. Dann müde ziemlich schnell. Mit den Krücken kann ich ca. 200 bis 300 Meter laufen. Und diese Muskulatur die kann ich nicht mehr weiter aufbauen. So versuche ich einfach, so weit wie möglich zu erhalten. So, jetzt sind wir ready. Total. Es ist total intensiv. Drei, zwei, eins, geht's los. Okay, und jetzt probierst du eben den Hochwert perfekt. Horizont heben, der Kopf bleibt immer gleich, die Schulter bleibt immer gleich. Spann den Körper an. Wenn er im Rollstuhl drin sitzt und er muss Schub geben, er muss das aus dem Kern rauskommen und aus der Oberarmmuskulatur, aus der Schulterpartie. Und ich bin immer erstaunt, dass er kein Schulterproblem hat, jetzt bis so viele Kilometer, die er macht. Vier, drei, zwei, eins, stopp. Ha? Gut, ja. Hat noch eine? Komm, auch nicht mehr. Okay, gut. Sehr gut. Und er stoppt. Okay, jetzt ist langsam zurück. Passt, wir auf den Absteigen. Okay. Ich glaube, es hat auch natürlich mit ihrer Situation zu tun. Man muss so wieder irgendwo sich selbst beweisen, dass man alles kann. Und ich glaube, er macht es auch nicht irgendwie, um jemand anders das zu beweisen, sondern er, vor allem seine Freude ist, glaube ich. Ich glaube, seine Freude, um das zu machen. Obwohl man Freude bei 10-mal jeden Tag einen Triathlon zu machen, ja, man muss spezielle Freude haben. Also von dem her, ja. Heute, am vierten Wettkampftag, wird Walter von seiner Schwester Claudia unterstützt. Für sie ist es keine Selbstverständlichkeit, Walter wieder so sportlich zu sehen. Der ist da so ein Zeichen und einfach hat so einen Ehrgeiz. Und er macht das so gut. Ich bewundere ihn. Für mich ist es fast nicht fassbar, dass man da so etwas machen kann jetzt. Und aber eben, er probiert alles. Er wird auch das noch schaffen. Einfach zielstrebig, ja. Ausprobieren, was alles noch geht. Und es geht viel. Seit seinem Unfall gibt Walter in Sachen Sport so richtig Gas. Nebst Skifahren versucht er sich im Surfen, Tennis, Tauchen oder gar im Wasserski. So verschieben sich seine Grenzen stetig. Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nach dem Unfall, ja, da hat schon weh, du einfach so in ihm so steril im weißen Bett und alles ist weiß gsi und er ist einfach nur dort gelegen, hat glaub kaum den Kopf können bewegen. Für uns ist alle eine Welt zusammengebrochen hier und ja, wir nicht gewusst, wie es weitergeht. Er macht mir sehr viel Eindruck, der Walter. Also gerade auch das Schwimmen. Das ist sehr eindrücklich.
Da bin ich natürlich geschätzte 100 Mal hochgelaufen. Und jetzt kommen schon ein paar spezielle Gefühle auf. Jetzt bin ich seit 20 Jahren bin jetzt nicht mehr da oben. Ich habe das Gefühl, ich hätte einen Schirm hinten drauf. Sieht noch aus wie auch noch dazu mal. Ja, das Fliegen ist natürlich Freiheit pur. Ich denke, wenn ich das Rädli noch mal könnte zurückdrüllen, ich denke, die gehen noch mal fliegen. Ja, jetzt kommt schon ein bisschen Wehmut auf. Es war eine gute Zeit. Ja, und das ist der Startplatz von der Alpagella. Der letzte Tag, als ich hier abgeflogen bin, war im August 1998. Es war ein wunderschöner Tag. Bin ich hier abgeflogen, ziemlich schnell einmal die Thermikschlauch verwischt. Den Startplatz konnte ich knapp 1000 Meter überfliegen. Und so wie es hier aufgegangen ist, ist es im Prättigau abgegangen. Bin in ein Abwindsystem hineingekommen. Ich bin nicht mehr ins Tal rausgekommen. Ich musste einen Notlandeplatz suchen. Ich konnte die Landung nicht auffangen mit dabei. Bin aufs Gesäß gekommen. Ich bin hier auf dem Rücken gelegen. Ich habe gespürt, dass die Beine funktionieren nicht mehr. Dann habe ich gespürt oder gewusst, dass es eigentlich geschlagen hat. Das muss eine Querschnittlähmung sein. Ja, ich wollte so schnell wie möglich in einen Rollstuhl hineinkommen, also wieder aus dem Bett raus. Rollstuhl. Obwohl ich vor dem Unfall gesagt habe, egal was passiert, aber ich will nie in einen Rollstuhl hineinkommen. Weil Rollstuhl ist für mich einfach die Unabhängigkeit mehr. Vielfach gewesen sind Tag durch. Grosse Eingeschränktheit im Leben. Darum war mein Gedanke schon, ja, nie in den Rollstuhl. Ja, das sieht glaub schon nicht so schlecht aus. Da hinten jetzt ein Gras hängen. Gottfattori. Boah! Ja, parkieren wir hier. Gefühlsmässig sind wir am richtigen Ort. Boah, das Herz pöppelt schon ein bisschen höher. Ja, das war der Hang hier oben. Das war gemeinte Wiese. Und der Heli hat schätzungsweise dort gelandet. Ich habe gesehen, dass Leute aus der Reha zu Fuß aus der Reha rauslaufen. Und das war eigentlich auch mein Ziel. Die Therapeuten haben schon gesagt, ja, wahrscheinlich wird es nicht möglich sein. Und ich wollte dort den Label schon höher setzen. Ich wollte alles ausprobieren. Ist es wirklich nicht möglich? Darum musste ich nachher noch 3 Monate anhängen. Ich sagte, ich will jetzt wirklich wissen, ich will wirklich alles ausprobieren. Kommt wirklich nichts mehr zurück.
Und ja, wenn ich das nach einem halben Jahr habe ich gesehen, dass Muskeln, die dazu mal nicht mehr da waren, sind, die sind dann nicht mehr zurückgekommen. Da musste ich das akzeptieren, dass ich auf der Rollstuhl angewiesen bin. Das war schon einmal ein Punkt, wo so zwei, drei Tage, wo ich beissen musste. Jetzt bin ich auf den Rollstuhl angewiesen und daran arbeite, dass ich auch mit dem Rollstuhl im Lebensgang komme. Neue Herausforderungen, aber sie müssen nicht immer noch höher, noch weiter sein. Es kann auch ganz etwas anderes sein. Aber so Challenges, so schon Herausforderungen. Man hat dann auch ein Ziel, wenn man etwas erreichen will. Die Hälfte ist geschafft. Der alte Rekord und fünffache Ultratriathlon egalisiert. Mit Tag 6 beginnt Neuland. Ab jetzt ist Rekord. Doch bis zum Ziel sind es noch rund 1130 Kilometer. Es steht Walter also noch einmal so viel bevor, wie er bis jetzt geschafft hat. Tag 7. Ein Blick zum Horizont verheißt nichts Gutes. Ich bin noch nie im Regen gefahren. Müsste überraschen lassen. Jetzt echt? Ja. Warum nicht? Ich bin Schönwetterfahrer. Nur bei schönem Wetter geht man gefahren. Ich gehe noch mal geschöpft. Ja, ich wäre gespannt, wie es aussieht. Aber ich denke, ich habe noch spezielles Harz, das ich noch draufsprayen könnte, für Händchen. Das sollte noch behilflich sein. Nein, wir hoffen, dass wir brauchen es nicht. Ja, wenn es regnet, wäre es eine schwierige Zeit für mich. Weil gerade im Rennrollstuhl würde mir dann den Grip fehlen beim Antrieb. Und auch auf dem Handbike würden wahrscheinlich Probleme auftreten mit dem Sitz. Das ist eine Sitzschale, die ich habe. Da können sich Regenwasser ansammeln. Ich bin auch ein schönes Gewitter reingekommen und ein Problem mit dem Gesäß. Ich musste zwei, drei Tage Ruhepause machen. Ja, dann müsste ich unten durch. Ja. Also wenn es zwei, drei Stunden regnet, dann wird es wirklich schwierig. Ja. Ich glaube, da müsste ich schon fast ans Aufgehen denken. Ich will nicht die anlegen. Ich will nicht die anlegen. Wie sieht es aus, radarmässig? Nein, der bleibt. Schau, das tut weiter. Das wird nicht. Dann wird es ganz gut sein. Ja. Das heisst längere Zeit. Ja. Zwangspause.
und den Regen aussitzen. Ja, heute kann man auf jeden Fall jetzt Nacht hin. Ja. Jetzt verschärft natürlich alles. Jetzt habe ich noch eine knappe Stunde, denke ich. Wünschen Sie um 8 Uhr los, 9 Uhr. Ja, wir sind mindestens 9 Uhr. Später ins Ziel heißt später ins Bett und weniger wertvolle Erholungszeit. Also einisch, ja, kann Max leiden, kann man das verarbeiten. Wenn es natürlich zwei, drei Mal passiert, dann spürt man es dann schon mit der Zeit. Ja. Vor 2 Jahren ist das eigentlich das grösste Manko gsi, weil wir halt in der Nacht nicht können runterfahren. Und ein, zwei Nächte überhaupt nicht geschlafen hatte, die ersten 2 Nächte. Und die 3 so lala. Und bei der 4. Nacht bin ich wirklich in eine Krise hineingelaufen, wo ich sogar im Schwimmen fast eingeschlafen bin. Das konnte ich mir nie vorstellen. Im Ziel wartet bereits Pamela, Walters Mentaltrainerin. Seit 3 Wochen unterstützt sie ihn. Recht so. Jetzt fängt die Regeneration auf für den Körper. Es ist einfach ganz wichtig, wenn man so eine Leistung bringt, untertags, zu unterstützen, dass er in die Regeneration kommt mit dem Körper. Dass er wirklich schnell runterfahren kann, möglichst gut schlafen kann, dass er am nächsten Tag wieder optimale Leistung eigentlich körperlich bringen kann. Atme etwas länger aus, als du es sonst tun würdest. Mit jedem Ausatmen kannst du nun mehr und mehr loslassen. Düster geht's am nächsten Tag weiter. Der Regen wird sogar noch deutlich heftiger. Braucht ja schon ein bisschen mehr Kraft, auch Motivation. Braucht es ein bisschen mehr Überwindung. Wenn sie 2 Jahre weiter schiffen, dann würde ich natürlich wieder rausgehen. Das bringt nichts. Das muss man jetzt tun. Eine kurze Pause hilft nicht. Der Regen hält an. Dass natürlich so große Distanz noch vor dir liegt, muss natürlich dann irgendwann gleich wieder rausgehen in den Regen halten und das Rennen geht weiter. Ja, heute haben wir 2 Wasserdisziplinen. Heute ist spannend, hey, sag das. Ja, tschüss. Und so bin ich dann auch 3-4 Stunden im Regen gefahren. Wenn du schlechte Laune hast oder fluchst oder das halt über dich ergehen lässt und annimmst, und irgendwann hört es dann schon wieder auf. Nach dem Regen scheint die Sonne. Musik
Bitte aufholen. Jetzt zur Zeit. Trotz Aufholjagd dauert der heutige Triathlon bis in die Nacht hinein. Sieht auch noch gut aus, die haben noch 8 Tage. Tipptopp. Bis bald. Schönen Abend. Ja, tschüss. Tschüss miteinander. Ciao. Ziemlich alte Füße. Wir waren ziemlich lange im Regen gewesen heute. Die sind jetzt nicht mehr aufgewärmt. Wir müssen die Steinsäcke machen. An den Beinen spüre ich jetzt bis zu den Knien. Ich spüre die Wärme, Kälte. Von den Knien abwärts spüre ich es nicht mehr. Da muss ich immer schauen. Haben sie warm, haben sie kalt. Wenn sie kalt sind, dann muss man sie aufwärmen, sonst kann man in der Nacht nicht einschlafen. Für die Nacht machen wir jetzt noch ein kleines Menü. Das ist schon etwas essen, dass es in der Nacht keinen Hunger gibt. Gut, dann machen wir noch die Wäsche. Also jetzt kurz nach meinem Wettkampf bin ich schon noch etwas aufgezogen. Noch ein bisschen Adrenalin in sich. Jetzt ist eigentlich gut gekommen, dann kann man noch etwas machen. Den Körper noch etwas runterfahren. Ja. Jetzt könnte ich eh noch nicht schlafen. Geht's da gut? Bis morgen ist der trocken. Also langsam spüre ich Müdigkeit natürlich schon. Gut, die letzte Nacht sind wir jetzt auch noch ein bisschen später als Becken wieder normal. Aber man spürt schon, dass man etwas macht. Wäre auch nicht gut, wenn nicht. Von den 2261 Kilometern sind rund 2000 Kilometer geschafft. Dafür ist Walter seit über einer Woche täglich zwischen 13 und 14 Stunden unterwegs. Stetig und bislang ohne ernsthaften Leistungseinbruch. Der nächste Tag ist der dritte Tag, ja genau. Jetzt sind wir so weit. Ja, da kommt meine Götti-Mädchen mit dem Mann. Da freue ich mich wirklich drauf. Es wird wahrscheinlich einen speziellen Tag geben, aber wir werden morgen. Ja, morgen bin ich schon ziemlich müde. Aber gleich auch ziemlich motiviert. Vor allem jetzt, was ansteht heute, letzten Tag. Heute kann ich nicht mehr. Heute lassen wir nichts mehr anbrennen. Ja, sind wir da. Hallo, Götti. Heute Morgen bekommt Walter nicht nur Besuch von seinem Götti-Meitli, sondern auch von seinem Mitstreiter Beat Knechtle,
Walters ehemaliger Reha- und Sportarzt. Walters außergewöhnliche Leistung verfolgt Beat mit großem Interesse. Alle Details von DRH, Alter, Gewicht, Größe, Lähmungshöhe etc. Weißt du, denn für einen Fallbericht? Du brauchst alle Details. Ja, logisch. Das ist das Pacing von dir, oder? Ja. Alltag. Und dann fangen wir mal an schreiben und dann nachher, wenn ich es dir schicke, brauchst du deine E-Mail. Und dann versuchen wir das versuchen zu erklären, wie das möglich ist, oder? Du bist der Einzige auf der Welt. Weißt du das? Ja, nein, ist ein bisschen recherchiert im Internet. Da findest du nicht viel, ja? Er ist halt schon gewöhnlich. Er hat eine minimale Muskelmasse, die er muss 10 Tage lang brauchen, oder? Wir haben viel mehr Muskeln, wir können abwechseln. Wir haben im Schwimmen den Oberkörper, können die Beine hängen lassen. Und nachher muss er alles von hier an aufwärts, stundenlang, oder? Und dann die Erholung, die Belastung, die Regeneration. Das ist schon beeindruckend, oder? Du bist eine absolute, wie soll ich sagen, Rarität. Ja, aber du hast mehr als wie der Virus gesetzt. Ja, vor 15 Jahren, wo du mein Sportarzt warst, da hast du mir dort geimpft. 20-fach hat er gemacht und x andere Grossanlässe, die er wochenlang unterwegs gewesen hat, hat Abenteuer gemacht, die für mich völlig unfassbar sind. Dass man überhaupt so etwas kann erreichen kann. Und da schließt sich jetzt auch wieder ein Kreis. Jetzt 15 Jahre später stand ich mit ihm an der Startlinie in der gleichen Kategorie. Oder? Das ist etwas gegangen in dieser Zeit. Also ich habe wirklich so im Kindergarten mega viel von ihm erzählt. Das weiss ich nicht, das hat die Kindergartenlehrerin gesagt. Weil ich weiß auch nicht. Weil ich ihn immer bewundert habe für das, wenn er eine Lebenseinstellung so positiv ist. Also er bringt es irgendwie in den Stand, um alle möglichen Sachen zu machen. Wir sind schon viel mit ihm in Ferien, verschiedene Orte, ans Meer, wo Zelten, schlafen im Stroh. Es ist einfach alles möglich mit ihm. Also er lässt sich nicht einschränken und ja, ich finde, das macht seine Persönlichkeit schon auch fest aus. Ist jetzt das schnellste gewesen? Ich glaube. Krass. Sind wir da schon drauf, die Plotterflasche? Ja, das ist gut. Das ist drauf. Das ist jetzt die einzige Plotter, die spüre ich nicht einmal unten. Seht ihr noch? Ich habe gerade vorhin gesagt, es sieht ein bisschen trocken aus. Ist jetzt gut? Nicht mehr so viel mehr Schrank. Wahrscheinlich das letzte Müsli für eine Weile. 10 mal 2 macht 20 Müsli in der letzten Zeit. Walter im Endspurt. Er ist kaum noch zu bremsen. Wasserleckerli hat er sich jetzt gewünscht. Und da habe ich ihm letztes Mal das Falsche mitgegeben. Wasser statt Pau. Okay. Ich habe nicht geschlafen, ich wollte das Getränk, aber das ist auf jeden Fall gut. Willst du Sandwich mitnehmen? Sandwich, ja. Mitnehmen, mit dem Papier? Ja. Okay. Morgen, Walti. Hey. Wasser! Nächstes Mal essen! Mittagzeit. Ich glaube, es ist ihm nicht so wichtig, um jetzt wirklich hier einen Erfolg zu haben. Oder dann können sie sagen, ich habe da und da geschafft, sondern einfach wieder etwas haben, wo er sich drin hineingeben kann. Und ich glaube, nicht unbedingt im Nachhinein ist es da, wo er gerne über den Erfolg redet oder was auch immer, sondern einfach den Wettkampf selber.
Über 137 Stunden ist Walter nun schon am Ultratriathlon unterwegs. Die ersten Swiss-Ultra-Teilnehmer erreichen das Ziel. Bei den 10-Tages-Athleten schaffen das 8 von 10. Dann auch für Walter die letzte Runde. So, auf der letzten Runde, als ich mit dem Götti-Mädchen gegangen bin, ist mir schon ziemlich viel durch den Kopf. Es sind natürlich alle 10 Tage sind noch mal abgelaufen. Und in der letzten Kehre unten habe ich gesagt, hey, da unten habe ich jetzt 250 Mal gekehrt. Das ist schon eine Zahl, die eigentlich unfassbar ist. 10 Tage ist halt schon eine riesige Zeitspanne, wo so viel muss man reinpacken muss. Darum war das für mich eigentlich nicht fassbar gewesen. Darum musste ich einen Tag um den anderen nehmen, dass ich dann irgendwann zum 10 Uhr gekommen bin. Man setzt sich Ziele, die eigentlich für einen selber unfassbar sind. Und gleich schlussendlich sind sie erreichbar mit vielen Zwischenzielen. Das ist für mich eigentlich das Fazit. Mega, mega. Und jetzt habe ich 10 erreicht und da bin ich schon brutal stolz. Jetzt habe ich eine gute Grundlage und die möchte ich wirklich jetzt noch ausnutzen, um ein paar, also die höchsten Alpenpässe möchte ich noch so 2-3 noch befahren im Herbst. Ja, haben wir. Sein Lebensziel vielleicht noch erreichen mit den höchsten Alpenpässen.